zurück zu einer weiteren Folge der Pokémon Gaia Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns hier auf der nächsten Route bereits, auf der wir einen Encounter haben. Und heute werden wir auf jeden Fall zwei Pokémon fangen. Thunder Wave. Alter, in diesem Spiel findet man echt guten Shit, ne? Damn, boy. So, das ist unser Encounter. Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so fucking gut. So gut. Oh my goodness. Please. Bleib einfach drin. Let's fucking go, man. Oh mein Gott, Freunde. Wer es nicht wusste, das ist die Vorentwicklung von Meistergrief. Und Meistergrief ist eins der stärksten Kampfmon, die es gibt. Ziemlich langsam, aber fucking tödlich. Und ich suche mir jetzt einen passenden Namen aus den letzten Kommentaren. So, ich glaube, ich habe einen ziemlich passenden Namen gefunden. Und zwar ist es gleichzeitig ein sehr, sehr treuer und langjähriger Zuschauer. Und zwar heißt er Gambi. Gambi ist schon 2 Jahre und 3 Monate Mitglied auf diesem Kanal und hat dementsprechend den perfekten Namen und verdient, ein fucking Meistergrief zu werden, Alter. Das ist so ein guter Encounter. Oh mein Gott, bin ich froh. Okay, ich glaube... Oh, Gambi ist sogar schon dabei. Okay, sehr schön. Lex Nature. Mit Sheer Force. Okay. Plus Defense, minus Spätstep. Okay. Hat einen 31er Angriff, einen 54er Spätzattack. Ist okay, ist halt noch nicht entwickelt, ne? Wird sich halt beim Entwickeln... naja, wird beim Entwickeln ziemlich stark. So. Aber, damit sich das Ding erstmal entwickelt, müssen wir ihm auch natürlich dementsprechend die richtigen Items geben. Und ehrlich gesagt, für eine Eisarena ist das Ding wahrscheinlich das Beste, was uns hätte passieren können. So, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir Sheer Force behalten oder ob wir irgendwie Guts drauf traden oder so. Wir haben die Ability Pill. Ich hätte sie zwar gerne für Bedrohung verwendet auf Luxtra, aber wir werden sehen. So, Freunde, wir sind beim letzten Mal hier angekommen und es war so insane spannend. Der Kampf wieder gegen... Das war der erste Vorstand, Freunde. Oh, ich will nicht wissen, wie es weitergeht. It is so cold. Would you have a battle to warm me up? Okay. Ich muss zuerst mal gucken. Was haben wir für Mons? Ich glaube, ich leade mit Salox. Okay, jetzt können wir gerne battlen. Let's do this! Okay. Kapchu! Fury Swipes. Let's go. Auf Level 21. Da sieht man halt schon wieder, dass wir underleveled sind, ne? Mit den meisten Mons. Ich habe einen Mon auf 27, aber das ist halt die absolute Ausnahme. Eins haben wir sogar noch verloren, was auf Level 23 war. Und jetzt sind wir halt wieder... Withdrew. Snova. Okay. Nice. Cool. Tipptopp. Snova wird uns auf jeden Fall zerflexen. Snova, du gehst mir übel auf den Sack, Mann. Ja, ich muss zu Rock Aleppa rein. Alles andere würde irgendwie gerade zu viel Damage tanken oder würde nichts gegen Snova machen. Razor Leaf, okay. Eieiei, Razor Leaf ist ein High Crit Move, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Das Ding kann easy peasy mal 1,5 mal so viel Damage machen. Ja, wir gehen auf Bite, hoffen, dass wir flinchen. Nope, okay. Leer. Jetzt ein Crit macht Double Damage. Plus Hail wäre dann schon sehr kritisch. Dementsprechend hoffe ich, dass der Bite jetzt reicht. Yes.
Okay. Wichu, wichu. Da kommt Capchu wieder. Und Capchu dürften wir aber outspeeden und easy finishen. Ey, so einfache Drecksmons, ne? Wenn man halt kein Vor... Haben wir gerade gemisst? Oh no. Oh, wir sind noch nicht unter 50%. Holy shit. Warte mal, Brian. Brian war Lake, ne? Lake. Brian war, glaube ich, Lake. Das heißt, es macht jetzt doppelt so viel. So. Kannst du mir den Spezi-Attack boost? Nein, Fury. Oh mein Gott, zum Glück verfehlt er. Zum Glück verfehlt er, der kleine Rotzlöffel. Wir verfehlen? Okay, du hast auf jeden Fall den fucking, die Ability hier. Können wir bitte treffen? Danke. What the hell? Holy. Ey, ich sehe jetzt schon, dass Eis super böse ist für uns. I'm finally warming up. Okay, gibst du uns was? Nicht? Nein? Okay, cool. Keine Chance. Ich sehe jetzt schon, dass wir eine massive Eisschwäche haben, Digga. Und die nächste Arena ist halt einfach eine Eisarena. Das wird halt wieder so böse reinsacken. Wir müssen unbedingt Gambi ready kriegen. Wir müssen Gambi ready kriegen. Gambi muss sich mindestens einmal entwickeln und mindestens Karate-Schlag lernen. Oder so. Yikes, I didn't expect to be so cold. Ich habe nicht erwartet, dass es so kalt hier ist. I didn't expect it to be so cold up here. Das wollte ich sagen. So, King's Rock. King's Rock. I feel like I can see all of Orbitals from up here. It's kind of dizzying. Okay. Mount Ignis Cable Car. Take a ride down the mountain. Okay. X-Special. Boah, wo kommen wir denn hier hin? Ich meine, wir haben theoretisch noch einen Encounter. Sollen wir zuerst mal... Wir gehen zuerst mal den Encounter holen und dann erkunden wir weiter. Was wir auf keinen Fall machen werden, ist jetzt in die Arena gehen. Denn, wie gesagt, erstmal muss ich leveln. So, Windmist Summit. I Capchu. Okay, es ist ein Eis-Pokémon und somit was anderes, als wir schon haben. Digga, Level 21, though. Das ist schon insane, my boy. So, der Init wird gedroppt, das juckt aber nicht. Das war ein bisschen zu knapp, ehrlich gesagt. Ja, ich schmeiße den Great Ball jetzt auf. Capchu, bitte bleib drin, mein Freund. Ja, let's go. Yes. Okay, my boss. Dann suche ich mal wieder einen Namen für dieses süße kleine Rotzlöffelbärchen. Wir sehen uns gleich. So, okay, Guys, wir haben einen Namen und zwar Top Dog. Top Dog ist seit über 2 Jahren Mitglied auf dem Kanal. Crazy. Die beiden letzten Encounter haben wir also nach sehr alten Mitgliedern benannt. Nächstes Mal werde ich darauf achten, mal wieder ein bisschen jüngere zu nehmen, also jüngere Mitglieder. Ne, damit wir so ein bisschen abwechseln, aber Top Dog hat sich gut angeboten, weil das Ding ein Bär ist. So. Okay, hier sind weitere Trainer und es geht scheinbar irgendwie bergauf. Okay. Ich bin mir halt nicht sicher, ne? Ich gucke jetzt mal auf die Karte. Ich will jetzt wissen, wo wir sind und wo wir hingehen oder hin können. Okay, aufwärts geht's halt Windmist Summit, Rhymewood Forest, Ignis
Catacombs? Ignis Roost, Apex Temple, Ecos Town. Und hier geht's halt Windmist City runter nach Chilanto Grove und nach Chilanto Town. Kommen wir nach Chilanto Town hier? Interesting. Und hier müssen wir halt surfen. Ne? Wahrscheinlich kriegen wir Surfer entweder hier oder hier. Ecos Ruins. Wahrscheinlich kriegen wir zuerst Surfer, damit wir nicht bei den Ruinen hier vorbeigehen, sondern erst mal hier oder so. Hier haben wir noch eine große Stadt. Wir haben also noch einiges zu erkunden. Wir sind ja erst kurz vor der dritten Arena. So, Freunde, wenn ihr euch freut, dass die Nuzlocke jeden Tag jetzt rauskommt, dann lasst doch bitte einen Daumen da. Das Projekt gucken sich 10.000 bis 15.000 Leute an. Es wäre nice, wenn wir mal wieder auf die 2.000 Daumen kämen. Das würde einfach dem Kanal und dem Algo so ein bisschen helfen, ne? Denn wir stecken massiv viel Arbeit in diesen Kanal rein und ich hoffe, euch gefällt das Ganze. So. Kid, I like you. Most people don't stick around for my work rambles. I can do stealth, bro. Bro. Stealth Rocks vor der Eisarena? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben gerade die Stealth Rocks vor der Eisarena bekommen. Wer kann das legen? Ich brauche einen Mon mit Stealth Rocks jetzt sofort. Niemand außer Anto? Das wird schwierig. In der fucking Eisarena mit Anto. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja hin. So, Chilanto Town. Okay, hier war so abgesperrt, ne? Und jetzt sind wir quasi wieder in der ersten Stadt. Okay, das ist einfach nur ein Shortcut zurück. Das ist okay. Warte mal. Hier haben wir noch einen Encounter. Heute ist Encounter-Folge, Freunde. Let's go! Oh my God. Bro, was finden wir heute für Mons? Holy. Das ist so gut. Das kann safe Stealth Rocks, oder? Das kann safe Stealth Rocks haben, mein Freund. Ich glaube, wir fangen das Teil einfach. Please. Kann das Teil Teleporter? Das wäre übel wack. Das wäre übel wack. Psychostein. Vor der Eisarena. Growl, okay. I don't give a shit about Growl, bro. I don't give a damn about Growl. Bitte bleib drin, du hast einen großen Kopf. Shit, ich meine natürlich ein großes Gehirn. Psybeam. Boah, Digga. Du musst drin bleiben, ich brauch dich, mein Alien-Freund. Ey, bleib drin jetzt. Bitte, mach keinen Flachs jetzt. Confusion. Ich muss langsam rauswechseln, ne? Bei dem Crit könnte das so ein bisschen ekelhaft aussehen. Boah, Digga, ich kann das Teil nicht mal schwächen. Okay. Please. Dein Kork ist so groß wie deine Stirn, Mann. Ja, der größte im Land. Ja! Let's go! Gotcha, bitch! Oh my goodness! Let's flippin' go! Okay! Ein dritter Name. Damn! Let's go! Meine Freunde, ich habe den perfekten Namen gefunden und zwar lautet der Name Klonsoldat. Klonsoldat, ein Mitglied seit 4 Monaten auf dem Kanal. Let's go! Wir haben viele neue Mitglieder, by the way, auch. Die kommen definitiv auch noch dran. Ich habe schon einige gesehen in den Kommentaren. Aber Klonsoldat hat sich sehr gut angeboten für dieses Pokémon. So. Oh mein Gott, das ist so viel besser als Natu. Natu ist halt wieder ein Flugmon mit Eisschwäche und so, ne? Can't escape, okay.
Okay, mein Freund, mach keinen Splacks. Ich hab keinen Bock. So, Nightshade, okay. Bro, gerade hier. Der macht ziemlich gut Damage, ne? Ja, wobei, Nightshade macht ja immer 16 KP. So. Okay, also wir können uns jetzt einige Pokémon ansehen in unserem, in unserer Box. Aber zuerst müssen wir mal zurück. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Clone-Soldat definitiv Stealth Rocks beherrschen müsste. Ziemlich sicher. Widerspricht sich ja schon mal gar nicht. Und dann, safe müsste. Oder was auch immer. Okay. Erstmal ganz kurz einen Heal. Baraba. Nachher gehe ich mal auf die Routen und versuche da mal ein bisschen weiterzukommen. Je nachdem, gibt es da Trainer, die man besiegen kann oder sollte, bevor man in die Arena geht. So, das sind unsere 9 Mons. Einmal mit einem... Bro. Das ist das beste Wesen für dieses Mon. Snowcloak. Ops, Evasion and Dingens. Aspirberry. Ich weiß gar nicht, was eine Aspirberry macht. Fury Swipes, Brine, Icy Wind. Okay. Und dann haben wir noch das Ding hier. Confusion, Growl und Psybeam. Ist ein... Nur ein Psychic-Type. Okay. Spannend. Ich dachte, es sei noch ein Steinmon. Aber vielleicht kommt das noch. Synchronize. Passes on Status Problems. Okay. Minus ATK plus Spedef. Fucking amazing. Fucking amazing. Die beiden Mons sind super. So. Dann nehmen wir mal den Klonsoldat mit anstelle von Poet of Death. Die Early Game einen sehr guten Job gemacht hat, aber Poet of Death wird sich ebenfalls erst um die 30 entwickeln. Dementsprechend ist es momentan eher useless. Insbesondere für die nächste Arena. Clone-Soldat kann kein Stealth Rocks. Schade. Aber Shockwave kann es, oder? Nein? Wow. Bro, what? Ich dachte, Clone-Soldat ist hier so ein Clone-Soldat. Let's go. Thunderwave kann er wenigstens. Okay. Ha, vielleicht lernt er das auch noch bei der Entwicklung oder so. Das Ding ist halt, ne? Wir wissen halt nicht, wann sich das Teil entwickelt. Ich habe noch nie so ein Ding verwendet in der Nuzlocke, glaube ich. So, was wäre die Hidden Power? Psychic? Bro, kriegen wir mit Hidden Power immer Stab oder wie? Ich meine, Confusion hat schon diese Stärke. Nee. Tatsächlich ist Psybeam sogar einfach nur besser. Okay. Ja, dann lassen wir das mal so, wie es ist, ne? Lassen wir das mal so, wie es ist. Ist es ganz gut, ja. Nur Psybeam ballern wir noch ein bisschen höher, damit wir das immer, ne, verwenden können. Wonderful. Jetzt brauchen wir nur Clone-Soldat und Gambi leveln und dann sind wir an einem ziemlich nicen Spot, würde ich mal behaupten. So, by the way, die Angel kriegt man auch irgendwie noch in der zweiten Stadt oder so. Dann kann man auch in der Stadt sogar noch angeln. Das bedeutet, wir kriegen da nochmal einen Encounter etc. Das wäre also ziemlich nice. So, Psylox ist halt einfach ein Problem, ne? Ist halt einfach das Problem, dass Psylox noch so weak ist. Psylox muss sich entwickeln. So, Gambi kommt auf Level 17. 2 Attack, 2 Defense. Amazing. Dicker. Das Ding mit dem Walschal? Oh, ich liebe die Musik. Ba, ba, ba,
Mensch. Doch, deswegen habe ich dich angesprochen. Oh, ein Feuertrainer? Kindler Milan. Ponyta. Was macht hier in dem Eisgebiet so ein Feuertrainer? Das ist ja mal richtig toll. Seelox, yeah. Reicht halt nicht mal, ne? Meine Güte, Seelox, Alter. Der muss wirklich noch ein bisschen an sich arbeiten. Ist halt einfach, wenn sich das Ding nicht entwickelt, man, dann... So. Nochmal ein Ponyta. Das Problem ist, ich bin jetzt schon auf minus 2. Das will ich nicht riskieren. Gar kein Bock da drauf. Alter, und auch hier haben wir wieder eine Schwäche, ne? Also unser Starter ist halt echt nicht gut für diese Umgebung hier. Eis und Feuer ist halt einfach nicht sick für uns. Aber okay. By the way, ich kann Animanga eigentlich mal die Soothbell geben, weil das Ding entwickelt sich ja mit Freundschaft, ne? Und das bedeutet, wir könnten ziemlich fix schon ein X-Bad haben. Wenn wir das richtig anstellen. Eigentlich hätte ich das schon lange machen können. Müssen. Wo ist das Teil? So, hier. Gif. Animanga. Und dann geben wir dem Ding direkt noch ein bisschen Protein. Protein, Baby! Oder geben wir Gambi dem Protein? Ja, komm, wir geben es Gambi. Gambi braucht auch Protein für seine Muskeln. Okay, Carbon haben wir leider nicht. Das ist okay. So, hier ist noch ein Item. HP up. Okay. Noctu. Hypnose. Okay. Du kleiner Rotzlöffel. Oh mein Gott. Ja, seht ihr, das meinte ich im letzten Part. Ich habe im letzten Part gerade noch gesagt, dass Noctu super insane krasse Spedef-Werte hat. Das ist ein Stab-Move. Ein 60er Stab-Move, by the way, ne? Holy shit, man. Das macht absolut nichts. Und jetzt hat der Junge sogar noch Reflect. Ey, das ist die dickste Eule im Spiel. So, mein Freund, jetzt gehst du aber mal baden. Oh ja. Reflekten, solange du willst, solange du nicht Lichtschildest, ist alles cool. Okay, wir bräuchten jetzt einmal eine Verwirrung und dann mit dem Waterpulse. Oh, snapped out of confusion, cool. Die erste Runde bereits draußen. Cool, 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 cool. Pro. Dab, 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 bim, bam, billa, bum, bam. Yes. Butz und tschüss. Das dürfte reichen, um ein Level zu steigen. Spätzle-Tech plus 2. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Hier haben wir einen Steintrainer. I saw a bunch of dudes wearing black go up to the mountain. I think they might be headed to Apex Temple. Okay, also die New Elders sind scheinbar auf dem Weg nach Vitanius, ich meine natürlich zum Apex-Tempel. Das ist nicht unbedingt gut für uns. Das bedeutet nämlich, dass wir sie da wieder treffen werden und ich habe jetzt schon gar keinen Bock da drauf. So, komm, Fury Swipes. Bam. Bam. Und tschüss. Hyper Potion. Ey, es gibt sehr viele Items hier zu entdecken, ne? Das muss man an der Stelle mal sagen.
Oh, wir hätten Sneebel bekommen können hier. Yo. Okay. Bro. Die wilden Mons ballern hier schon Damage raus, ey. Und das war ein Crit. Anto ist halt immer kritisch, ne? Was will ich denn? Ach komm, wir müssen mal zu Anto, Alter. Anto ist halt mittlerweile unser least geleveltes Pokémon und das ist unser Starter. Das sagt übel Balls. Jetzt für Rock Smash. Vierfach effektiv, Mann. Ja. Ey, was das für Damage macht. Das macht einfach fast ein Drittel. Das ist ein wildes Pokémon. Like a block of ice, I shall shatter you. Ja, okay. Oh, das ist eine Psycho, eine Kampftrainerin. Schau, oh Gott. Kalucha. Ja, vor diesem Pokémon habe ich immer ein bisschen Panik, weil das Ding ist super gefährlich. Aber glücklicherweise haben wir ein Pokémon, was vierfach effektive Kampfattacken resistiert und das kann kritten. Holy shit. Ich weiß, es sieht gerade nicht nach viel Damage aus, aber das liegt dran, dass wir mit Animanga 6 Level höher sind, was wir mit Psylox nicht sind, und vierfach resistieren und viel mehr KP und viel mehr Def haben. Ein Crit hätte Psylox auf jeden Fall aus dem Leben gezündet. Das kann ich euch garantieren. So, Gambi kommt auf Level 19. Ich weiß halt nicht, auf wann Gambi sich entwickelt, ne? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich schätze mal so um die 20 rum. Maybe 22 oder so. Oh, ein Teddy Ursa. Okay, wir haben also beide Bärenmons hier. Ich will halt fliehen, aber meistens kann Psylox halt nicht fliehen. Ne? Das ist halt das Ding. Oh, und eine TM. Alter, was wir hier alles finden, ne? Einfach Aurora Beam. Ey, es ist die dritte Arena und wir finden so nice TMs, Mann. Aurora Beam. 65. Und das kann Klonsoldat und Psylox auch. Das ist sehr gut. So, Confusion. We don't give a damn about Confusion. Und Aurora Beam ist auch sehr, sehr gut, weil es ist eine Eisattacke gegen Flug, gegen Pflanze, gegen... Ne? Ba, 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 ba. Gegen Drache. So, gegen Mud Bomb, weil Mud Bomb einfach krass verfehlen kann. Und da haben wir keinen Bock drauf. So, Aurora Beam. Bam, 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 parim, bam, papira, babu. Mien Fu. Okay. Mien Fu. Cool. Hätten wir bekommen können. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich meine, mit dem Bären bin ich auch ganz zufrieden. Siberio ist ganz gut. Ne, mit einem Walschal outspeedet er auch schön. Und wenn man ihm dann noch den Eissapfhagel gibt oder so, dann schallert er schon ganz gut. Okay, ich habe jetzt halt wirklich keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich meine, ich könnte weiter nach oben... Das sind dann halt wieder Trainer. Ich könnte aber auch weiter nach rechts. Es steht halt mehr oder weniger alles offen, ne, zur Erkundung. Das Ding ist halt nur, Bro, kann ich please fliehen? Danke. Das ist genau das. Das ist der Grund, warum ich mit Psylox nicht leade, Alter. Und was ich sonst habe, ist Rock Elefa und alles andere ist halt underleveled. Das ist echt ein bisschen wack. Aber gut, dann gehen wir halt mal weiter. One-Stop-Dribbling.
gonna take my anger out on you. Okay. Nidorina. Du bist noch kein Bodenmon. Das bedeutet, du frisst noch sehr, sehr schönen Elektroschaden. Außerdem will ich nur einmal angreifen. Du hast nämlich Save den Giftdorn und ich habe so keine Lust auf den Damage. So, bam. Please don't Giftdorn me. Yes. Nidorino, okay. Ein Crit. Holy shush. Oh, Full Para, nice. Para Flinch. Please don't poison. Nochmal ein Crit. Oh shit. Oh, well, never fucking mind. wir gehen direkt zurück, aber sowas von. So, Gambi kommt nochmal ein Level höher. Das freut mich. Ich glaube, ich nehme einfach ein Gegengift an der Stelle. Ich habe gar keinen Bock, jetzt zurückzulatschen. Wegen dem... So, wir haben zwei Charcoals tatsächlich. Das ist echt gut. Wo zum Teufel ist das Antidote? Ah, ganz oben. Null. So. Okay. As an explorer, I love finding Pokémon from different habitats. Es lohnt sich halt schon krass zu erkunden, ne? Es lohnt sich schon übel. Rockalefa, komm raus! Und töte dieses Mianfu! Detect. Alright. Oh, come on! Bah! Bah! Fuck out of here. Ja, das ist das, ne? Hier, von hier kamen wir, theoretisch. So. Aber, meine Freunde, ich würde sagen, beim nächsten Mal erkunden wir hier weiter. Denn wir sind schon wieder über der Zeit, Freunde. Schön, dass ihr wieder da wart. Danke vielmal für die Daumen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Sefi.